habt euch schon immer mal gefragt, welche Poppy Playtime Videos in Bezug zu PJ Parker Pillars die krassesten sind. Ja Mann, da zeige ich euch das heute einfach, denn TD Animation hat hier richtig geilen Stuff am Start und wir beamen uns mal direkt rein. Und da sind wir auch schon. Und es wird traurig, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß. Und wir sehen hier Hunde und eine Bulldogge und einen alten Mann. Der sieht hier irgendwie so ein PJ Parker Pillar Plakat im Hintergrund. Dem fällt gerade auf so, hä? Da ist ein kleiner Doggo. Digga. Und der vermöbelt die kleinen Hunde. Und guck dir den süßen Hund an. Alter. Wird das nachher PJ Parker Pillar? Ja, der beißt den alten Mann, ne? Und der verzieht keine Miene. Okay, können wir mal ganz kurz darüber reden, dass der Hund, dem gerade voller Blut in die Hand gebissen hat, der guckt richtig süß und traurig. Und der dachte, er will ihn auch verprügeln. Ja, der Mann. Verzieht keine Miene. Und da lässt der Hund los. Alter, so musst du mal einen Hund kennenlernen. Crazy. Es wird locker richtig traurig. Ich hoffe, ich weine nicht wieder. Oh, guck mal, der macht den richtig sauber, den kleinen Doggo. Das ist so niedlich, Mann. Und der isst jetzt. Und ich nenne den PJ, Leute. PJ will auch was zu essen haben und kriegt was. Und der alte Mann, ich feiere den jetzt schon, ne? Die gehen an diesem PJ Parker Pillar Wurm vorbei. Es wird irgendwie jetzt von gutem Wetter zu schlecht Wetter. Der alte Mann schläft und der Hund ist ein bisschen, weiß ich nicht, also. Ach, der Mann ist krank. Und der Hund pflegt ihn so ein bisschen. Oh, nee, ne? Ach, Digga, bei sowas, Alter, ich sag ehrlich, Mann. Mann! Ich bin immer so nah am Wasser gebaut bei sowas. Das ist voll blöd. Hashtag wein in die Kommentare, wenn das bei euch auch so ist. Ihr könnt auch Hashtag hart schreiben, ist mir egal, wenn ihr die ganz harten Macker seid. Aber ich sag euch, Leute, es ist schon in Ordnung, wenn man mal Gefühle zeigt. Ne, wisst, wie ich meine. Okay, mal gucken. Was passiert da jetzt? Ah, der Mann ist wieder zu Kräften gekommen. Der Doggo ist auch wieder da. Mann, ey, das ist so ein cooles Streamteam. Die gehen jetzt aber nicht zur Poppy Playtime-Fabrik, ne? Sie gehen dahin. Das kann nicht gut enden. Ich weiß das jetzt schon. Arbeitet der da? Der arbeitet da, der Mann. Als ob. Die beiden Mitarbeiter wollen sich den Hund schnappen und man sieht schon den Room. Das Licht geht aus. Er rennt zu irgendeinem hin, zu seinem Herrchen, okay. Und da guckt oben schon so ein Typ, ne? Ich weiß genau, was jetzt passiert, Mann. Die arbeiten an dem Prototyp, am PJ. Da ist so ein Electric Room. Und der Mann ist vielleicht Elektriker und er sagt halt so, ne, du musst hier ein bisschen warten, PJ, bleib mal ruhig. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der... Die entführen den Hund! Der fragt sich halt, wo ist der Hund jetzt? Und er sieht nur dieses Playtime-Schild. Und er sagt, PJ, PJ, wo bist du? Oh nee. Die haben PJ gefesselt. Und die machen Experimente an dem. Digga, würde ich so ausrasten. Hau dem aufs Maul. Ich würde den sowas von verprügeln. Und guck mal, wie... Oh, der arme Hund. Mann. Das finde ich nicht cool. Der Hund fängt schon an zu bellen, ne? Und die reißt den alten Mann weg. Und er fällt. Weil sie... Oh, Junge, er schlägt alles zusammen. Digga, guck ihn dir an. Dieser Opa, ne? Dieser Opa ist der coolste Opa, den ich je gesehen habe. Einfach krass, Junge. Der Hund ist Familie für den. Box die weg. Ich würde die alle wegfetten. I'm done. Junge, als ob die den abgeknallt haben, Mann. Was? Okay, Leute, wir bleiben bis zum Ende. Ich sag so, Digga, das Video, Digga, die ganze Zeit, es ging so. Meine Gefühlslage so, Digga, und jetzt? Das ist so, als würde die Hauptperson sterben. Guck dir mal den Hund an. Wenn der nicht überlebt hat, flippe ich aus. Der Hund, der hat ihn weggeschlagen. Der Hund wollte sich rächen, ne? Jetzt hängt er da. Ist doch kein Wunder, dass PJ so am Flippen ist. Wenn das PJ Parker Pillar wirklich passiert ist, so, dann ist es kein Wunder, dass der... Oh mein Gott, das hat das mit ihm gemacht. Nein, oder? Oh mein Gott. Er ist jetzt der Wurm. Er ist immer noch der süße Wurm. Aber sein Herrchen ist tot. Er schleppt ihn irgendwie raus. Ich glaube, der war in so einer Leichenhalle drin. Da unterhalten sich die beiden Mitarbeiter. Und der spaziert jetzt halt einfach raus. In sein Spielzeugparadies.
Freund. Leute, ich bin ehrlich, TD Animation, ne? Ich habe schon oft gesagt, Digga, der Kanal ist sehr baba, aber ich sag euch ehrlich, wie es mich von der Gefühlslage trifft und so, wie der die Videos macht. Es ist mit absolutem Abstand der beste Poppy Playtime Animationskanal, den es gibt. Geht darüber und abonniert den, weil das hat der definitiv verdient. Das ist so ein Ehrenmann. Ich habe die offizielle Erlaubnis, dass ich auf die Videos reagieren darf. Das finde ich geil, weil das macht auch nicht jeder. Und die Videos, die er macht, die sind hochqualitativ und haben eine heftige Storyline. Ich sag's euch ehrlich. Krass, wir gehen weiter. Jetzt hier eine traurige Geschichte zu Mami Longlegs. Daddy Longlegs ist auch dabei mit Baby Longlegs. Okay. Was ist das denn jetzt? Mami hat ihre Arme verloren, wurde die gerade weggeschreddert. Und Daddy Longlegs kommt und nimmt sie wieder zu sich. Also es ist so eine Familienzusammenführung. Wir kennen das Poster aus dem Kapitel 2, ne? Und da war irgendwie Daddy Longlegs klein. Sie hat geweint. Was ist dann passiert? Weil er ist jetzt ja voll groß. Er hat anscheinend ein Herz. Und ist größer geworden dadurch. Krass. Also Mami Longlegs läuft jetzt im Kind hinterher, was von Grabpacks weggezogen worden ist. Und sie hat ihre Arme verloren, ne? Daddy Longlegs ist jetzt halt zum Leben erwacht, sozusagen. Okay, interessant. Und der Grabpack-Typ, er war der Böse und hat Baby Longlegs entführt. Und nein, Experiment 1006 hat es sich gezogen. Und anscheinend ist Daddy Longlegs der Typ mit der Kralle, oder was? Tatsächlich. Ja, mach's gut, Grab Hackmann. Ich würde sagen. Da. Nee, ne? Ey, der Grab Hack-Typ ist ja richtig der Böse. Das stimmt doch gar nicht. Und das Baby fängt an zu weinen. Und er verliert seine Klaue. Das ist eine interessante These, by the way. Schnappt sich aber trotzdem das Kind und schmeißt den Grab Hack-Typen voll in den Schredder rein. Hätte ich auch gemacht. Ich bin ehrlich, Digga. Daddy Longlegs ist der Beste. Jetzt nochmal zu PJ Puckypiller etwas Krasses. Wir sehen, wie klein er eigentlich ist. Und irgendwie sind die Wissenschaftler so relativ lieb. Und die streicheln ihn. Und er kommt natürlich gar nicht klar. Wir wissen halt, dass das hier passiert ist direkt. Also es ist der Part quasi, wie es weitergeht. Und es ist unglaublich, was da passiert ist, ne? Wir wissen nicht, was mit dem alten Mann ist. Der wurde ja erschossen. Bitte lass den irgendwie noch leben. Aber er hat ihn eigentlich ins Herz geschossen. Zumindest sah das so aus. Da ist der kleine Doggo, ne? Und er ist jetzt halt ein anderer. Ein viel gefährlicherer. Der hat ja die ganzen Leute gekillt. Guck mal, wie der am Ausrasten ist. Der hat einfach seinen Kollegen gegessen. Finde ich gut. Und der ist voller Blut. Und dem wächst, habt ihr es gesehen? Dem ist ein Höcker gewachsen, als er den anderen gegessen hat. Hier hat er einen kleinen, hat ihn gegessen und der wird ein großer Höcker. Und das ist natürlich interessant. Je mehr Leute PJ Puckypiller gegessen hat, desto mehr Höcker hat er. Uff. Sehr mindblowing, muss ich sagen. Also sehr, sehr krass. Und der Wissenschaftler lacht. Lass mich hier raus. Und PJ snackt ihn sich nicht, wird angeschossen. Boah. Kriegt noch einen Shot rein. Digga, diese Laserpointer. Mach ihn weg. Das sind erstmal direkt 5 Leute. Digga, lass dir schmecken, mein Bester. Und guck mal, der Ninja-Mode. Und der isst hier schon direkt den nächsten. Und die Höcker, wie lang die geworden sind. Einer nach dem anderen. Und der Wissenschaftler. Was ist das eigentlich für ein Dulli, Digga? Guck dir den Typen an mit seinem Kackbart. Steht da so. Junge, ich hoffe, der isst dich auch noch. Ich sag, wie es ist. Der scrollt hier so ein bisschen durch die Gegend. Das, was wir alles wissen, das weiß der auch. Hat so ein rotes Auge, ne? Ist das die Klaue vielleicht? Ganz wilde Story. Ich denke, da kommt bald noch mehr. Leute, das war's wieder mit wilden Poppy Playtime-Videos und vor allem einer Menge zu PJ, Puckypilla und Hinweisen auf Kapitel 3. Ich fand's sehr nice, sehr, sehr schöne Videos. Ich bedanke mich, dass ihr ein bisschen geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Like nicht vergessen. Denno, out.